Das ist ein Verzicht, den man ansetzen kann, wie das Verzicht nicht wird. Und wenn wir nach oben gucken, das andere Stöpfchen von hat jetzt so ein paar Meter Höhe gemacht, ein paar hundert Meter Höhe gemacht. Besseres Gefühl ist jetzt im Moment gerade ausgeklickt. Sehen Sie hier mal, wie man im Startteil hat. Ah, jetzt sehen wir mal, warum das so funktioniert. Schön langsam. Ist auch nicht einfach, oder? Also wir müssen immer mal denken, das sind zwei Piloten, die in Richtung einmal eingespielt sein müssen. Und das war so, es hat ja so die Störkraft rein. Nee, schon. Das wird gleich nicht Thomas hat zwei Jahre die Modell gebaut, alles in Eigenregie gebaut, aus Holz. Das Modell ist in Soundmodell verbaut, das ist mit Elektromotoren gebaut, der Original laufen da mit Kugelschraubmotoren, ist jahrelang für die Luftwaffe geflogen, das Modell. Und die F4-Phantom ist super gut aus. Dann fahren wir die Dreier erstmal am Himmel. Also dürfen ruhig klatschen, da freut sich die Familie irgendwie drüber. Ja, schön. Ja. Genau so ist es jetzt, sehen wir noch, dass die Luftwaffe jahrelang geflogen. Also viel originaler geht das gar nicht. So wie schon gesagt, die Transalpin flankiert, vorne eine, hinter eine, Phantom. Den Luftraum bestmöglich abzusichern. Natürlich auch nicht zu unterschätzen, der Aufwand, der dahinter ist, sowohl der bauliche Aufwand als auch der fliegerische. Das sind jetzt drei eigenständige Piloten, die in der Luft miteinander kommunizieren müssen, auf ihr Modell gucken müssen und nebenbei in der Peripherie des Auges auch noch die anderen Modelle haben müssen. Und sie müssen rotieren, sind, wie viel Gas gebe ich, welche Höhe halte ich. Also so Formationsflüge, das ist schon sehr schwierig. Ja, das ist sehr schwierig. Und vor allem, weil die Geschwindigkeit der Maschinen unterschiedlich ist. Und das wieder zu koordinieren und wieder auf. Da waren die ganz gut. Also das ist, wir sehen, in den größten Verhältnissen sowohl die Transalp als auch die Phantom sind beide im Maßstab 1 zu 10, also absolut maßstabsgetreu. Phantom kommt von rechts im Tiefenüberflug. Dann hat es euren Unglück gewonnen. Das ist schön gemacht. Das ist gut. Ja. Ja. Immer ein schönes Bild, ja. Ja, und jetzt kommt die Transall nochmal hinterher. Und die könnten auch glauben, dass die drei das, was sie jetzt so zeigen, natürlich auch trainieren. Das ist nicht einfach mal so. Viele von uns werden von den Transall
noch aus eigener Erfahrung kennen, viele werden wahrscheinlich auch noch echt gesehen haben, wie sie manchmal im Tiefflug bei Übungsmanövern geflogen ist. Das ist natürlich cool, wenn man sie jetzt auch im Modell sieht. Für die erste Phantom kommt von rechts im Landeanflug von Jakob Eulen. Und hinterher kommt der kleine Bruder Hannes Eulen. Ja, da können Sie gleich durchklatschen. Da hat er da. Also Sie sehen, gutes Geschaukel. Der Wind ist am Start. Da heißt es, das auszusteuern. Euer Applaus für die Phantompiloten. Trans Allen ist noch in der Luft. Wurde nicht abgeschossen. Wurde gut flankiert durch die Phantoms. Ja, wir haben im Moment den Wind hier unten, ist ein bisschen dringend. Ja, das ist ein Autosführer. Das ist quasi keine Sache. Aber es kommt eben beides mal von der Seite und das geht auch auf die Leitwerke. Und dann müssen die Piloten schon aufpassen. Also nicht so klein und diese Druckbruch kriegen und das Modell dahin läuft, wo es nicht hin soll. So, jetzt kommt der Thomas. Ja? Mit der Sarajevo-Landung. Die Transall dafür gebaut, auf möglichst kurzer Fläche zu starten und zu landen. Auf jeder Piste, auf der ganzen Welt. Schön angestochen. Wunderbar. Dreipunkt-Landung. Ja, danke dir, Thomas. So, danke. Danke euch! Danke schön!